Zum Schluss noch einmal der Blick auf alle Teams der Deutschen Meisterschaft 2016 von Formel 1 in der Schule. Morgens vor dem Start des Wettbewerbs wurde aber zunächst einmal die Jury vorgestellt und ein Special Guest begrüßt. Katie Fabian ist aus England angereist. Sie gehört zum Team, das F1 in Schools weltweit organisiert und ist dort für das Marketing verantwortlich. Zum Abschluss des Tages waren dann die Betreuer der Schülerteams auf der Bühne, denn auch ihnen gilt ein großer Dank zum Gelingen des Wettbewerbs. Und was gab es sonst noch zu sehen? Die nächste Stufe für engagierte Aufsteiger. Die Formula Students gibt es schon länger als F1 in Schools und viele Hochschulen in Deutschland und der Welt nehmen daran teil. Mit dem Auto kann man dann auch fahren, aber offensichtlich kommt der Spaß auch nicht zu kurz. Also vormerken für die weitere Karriere. Und jetzt noch einmal zur Rennbahn. Worum geht es jetzt, Vincent? Wir sind im Eisenstein beim Nachtaufziehen. Fast Tech Crew gegen Royal Racing. Senioren gegen Junior. Und gewonnen haben Royal Racing. Ein Junior-Team schlägt hier alle anderen. Haben das schnellste Auto nicht nur in den Knockouts, sondern auch in den Wertungsläufen gehabt. Herzlichen Glückwunsch, ihr dürft den Wanderpokal jetzt ein Jahr ins Regal stellen und Glückwunsch auch zum 6. Platz in der Meisterschaft. So, jetzt noch einmal in die Boxengasse, denn wir haben noch ein weiteres Team am Stand besucht. Und das waren die Verlierer im Finale der Knockouts, Fast Tech Crew aus Schweinfurt in Bayern. Aber wir haben sie schon vorher besucht und da wussten sie noch nichts von dieser Pleite, waren also noch gut drauf. Dabei mussten sie den ganzen Durchlauf sogar zweimal für uns machen. Aber hier jetzt die Infos vom Stand. Ihr habt einen sehr interessanten Stand. Erzähl mal. Ja, also man sieht hier ganz besonders aus der Designabteilung sehr viel und die größte Innovation im Bereich Design ist die Vielzahl und die Qualität unserer Medien. Die haben wir alle professionell gestaltet und zusammen mit Sponsoren gefertigt. Als Beispiel jetzt zum Beispiel unsere Sponsorenmappe. Die haben wir erstellt, dass alle Interessierte sich mal einen Blick über unsere Sponsoren machen können. Und natürlich können sich die Sponsoren hier auch mal selber repräsentieren. Also haben wir hier ihnen eine Plattform geboten. Das nächste tolle Ding ist das Mini-Portfolio. Das Mini-Portfolio ist gegliedert wie unser richtiges Portfolio. Nur haben wir hier eben darauf geachtet, dass wir unser Projekt nochmal in Bildern vorstellen. Wir haben jetzt die wichtigsten und schönsten Bilder genommen, groß abgebildet und mit ganz wenig Text und treffenden Überschriften nochmal beschrieben. Was ist noch besonders an eurem Stand? Das sieht man hier zum Beispiel die Dekorstreifen, aufgeklebt mit einer Folie. Die repräsentieren unsere Stadt und unsere Schule. Schweinfurt als Stadt der Industrie und der Kunst. Oder zum Beispiel unser Teambild, dass wir hier eben nicht nur Profilbilder nehmen, sondern uns eine bestimmte Aufstellung überlegt haben. Ihr habt dann noch so ein interaktives Multimedia-System in eurem Stand. Erklärt mal ein bisschen was dazu. Wir haben eben versucht, möglichst viele Informationen am Stand unterzubringen. Da haben wir uns entschieden, diesen Touchbildschirm unterzubringen. Und wir haben letztlich zu jedem Bereich vom ganzen Wettbewerb viele Informationen. Zum Beispiel in der Timeline, da haben wir alle wichtigen Ereignisse festgehalten. Und um den Bildschirm interessant und optisch ansprechend zu gestalten, haben wir viele Animationen und auch viele Bilder und Videos eingebaut. Und also da sieht man auch, wir hatten bei jedem Ereignis immer eine Kamera mit dabei und haben dann im Nachhinein auch Videos davon geschnitten. Wie viel Arbeit war das? Also vor dem Wettbewerb, es war sehr viel Arbeit, den noch auf dem hohen Niveau, den wir auf den anderen Medien so haben, noch fertigzustellen, aber wir haben es letztendlich dann noch geschafft. Also sehr viele Nächte sind dafür draufgegangen, aber es ist noch gut gegangen. Seid ihr zuversichtlich heute? Ja, also wir sind besonders im Bereich Design sehr gut aufgestellt, aber auch in allen anderen Kategorien. Zum Beispiel haben wir unsere Marketingleiterin, hat hervorragende Arbeit geleistet. Wir haben sehr viele Sponsoren und natürlich einen unglaublichen Sponsorenumfang.
Was ist euer Wunschpreis heute? Was wollt ihr auf jeden Fall nach Hause? Wir wollen natürlich den ersten Platz erreichen, wenn das denn möglich ist. Wenn nicht, wären wir natürlich auch froh, wenn wir den zweiten, dritten oder vierten Platz erreichen. Wir sind, denke ich, alle relativ stolz auf uns selber, weil wir in diesem Projekt viel gelernt haben, egal wie das heute ausgeht. Und ich denke, wenn wir uns weiterhin anstrengen, haben wir noch gute Chancen. Sagen wir mal, ihr gewinnt heute. Ihr gewinnt heute den ersten Preis. Wie geht's weiter? Dazu hat unser Betreuer einen sehr schönen Satz gesagt, vor circa 2 Monaten. Er hat gemeint, wenn wir die deutsche Meisterschaft gewinnen, dann wissen wir schon, was wir in den Sommerferien machen. Wir werden nämlich keine haben. Was für uns aber eigentlich kein Problem ist, weil wir für dieses Projekt leben und weil uns das wirklich Spaß macht. Es ist unsere Freizeit und wir freuen uns eigentlich schon, wenn wir was daran arbeiten dürfen. Eine Sache noch, die ihr sagen wollt, was euch spontan einfällt. Wir haben noch was Kleines an der Teambox verändert. Letztes Mal hatten wir hier die Sponsoren auf der rechten Seite kleben. War ein bisschen schwierig, weil die hier hinten im Eck verschwunden sind. Deswegen haben wir uns jetzt hier zum Beispiel entschieden, die mit aufs Plakat aufzunehmen. So sind sie sehr übersichtlich gegliedert und gut lesbar. Vielen Dank für den Einblick in euer Projekt. Mal schauen, wie weit ihr gekommen seid. Also, Dritter seid ihr schon mal nicht. Denn das ist Pilleforce aus Paderborn und damit das erste Team, das nach Austin, Texas reisen darf. Zweitplatzierter ist Endeavor aus Heidelberg. Und auch sie dürfen zur Weltmeisterschaft. Aber genau wie bei Pilleforce kommt es auf die Meisterschaften in anderen Ländern an, ob sie allein oder als Kollaborationsteam teilnehmen. Was bleibt dann noch für Fastec Crew? Richtig, der Titel Deutscher Meister 2016 und damit der Jubiläumsmeister im 10. Jahr des Wettbewerbs. Das war es für diese Saison. Wir verabschieden uns und gehen noch einmal kurz an die Box. Fastec Crew! Was seid ihr?